Leute, warum guckt ihr denn nicht geradeaus, Mann? Ey, hier geradeaus, hallo. Hallo, 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 ja. Hallo und herzlich willkommen hier auf V2.0, Leute. Ja, wir wollen euch heute was Neues vorstellen, und zwar eine Art Chat von Xbox, ja. Ey, wohin guckst du denn hin? Die Kamera, hallo? Ja, was ist die Kamera da? Genau, hallo. Ja, eine Art Chat, die man mit seinem Avatar machen kann. Und jetzt guckt er zu Kevin, warum auch immer. Okay, auf jeden Fall, wir werden in naher Zukunft oft was machen, was mit diesem Kinect, also mit Kinect, Quatsch, das mit diesem Chat zu tun hat hier. Und wir haben heute zwei Themen, ich kann keine zwei zeigen, er macht einfach nur die Hand hoch. Okay, ein Thema und zwei Themen, wir haben zwei Themen. Jeder von euch zwei geht ein Thema an. Ich würde sagen, guck mal jetzt in die Kamera hier. Das erste Thema, ja genau, nur mal kurz zu mir. Wir werden noch ein paar Videos rausbringen, wo wir mit anderen bekannten YouTuber hier eine Diskussionsecke starten und miteinander erzählen. Ne? Und es wird sehr, sehr witzig, glaubt uns. Wir fangen jetzt erstmal an mit Kevin. Kevin, erzähl mal das erste Thema. Ja, und zwar ist das erste Thema, dass wir zwei Black Ops 2 Plakate zu gewinnen haben. Mit Autogramm. Yeah. Und zwar läuft es so ab, die sind halt zu gewinnen, wer zuerst. Oder die ersten zwei, die uns zuerst 10 Abonnenten reinbringen, sagen wir es jetzt mal so, uns zu abonnieren, gewinnen das. Und zwar, wie das abläuft, wie wir das wissen, sagen wir, Peter bringt uns den Hans rein, dann schreibt uns Hans über YouTube eine Nachricht, dass er von Peter ist. Und von dem wir die ersten 10 haben, kriegt das eine und die anderen 10 bekommt das andere Plakat. Ja, das war es jetzt mal von mir und hier gebe ich wieder zurück zu Schabel. Ja, ich bin irgendwie verwirrt, der guckt nicht gerade aus. Ah, hier, da ist gerade aus, da ist die Kamera. Ja, wie gesagt, Kevin hat schön erklärt, die ersten zwei Abonnenten, die uns 10 anderen, 10 weitere bringen, die kriegen diese Plakate. Ja, mit Original Autogramm, ich weiß nicht, ob das der Kevin schon gesagt hat. Kevin, hast du es gesagt? Ja, mit Autogramm. Rechne mal die Flosse, komm, die Flosse rüber. Du bist so weit weg, egal. Das zweite Thema wird unser Konsti angehen. Konsti, ich guck mal zu dir jetzt rüber. Ich hoffe, dass die Kamera zu dir rüber schwenkt. Ich hoffe auch. Oh Mann. Komm schon. Ja, wir haben für euch noch eine weitere Überraschung. Noch was weiteres, was ihr gewinnen könnt. Was euch vielleicht mehr interessiert als die Posters. Aber ich finde die Posters eigentlich sowieso schon hammergeil. Und zwar haben wir extra für euch eine Xbox anfertigen lassen. Schön mit LED beleuchtet. Mit Fernbedienung kann man die dann an- und ausschalten und steuern. Die gibt's nirgendwo zu kaufen, die gibt's nur einmal, die haben wir. Und die wird in naher Edition. Zukunft, genau, vor zwei Edition, die wird in naher Zukunft an euch verlost. Oh, schön, oder? Ah, schlag ein. Okay, ja. Genau, lass dich mal streichen. Ja. Du magst es doch auch. Ja, genau, wir sind hier noch Land auf Sendung. Also, weiter geht's. Ja. Erzähl weiter. Und was sonst noch? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich bin völlig abgelenkt von dir. Die Streichung hat dir gut getan, ne? Ja. Komm. Komm, Kevin, gib mir deine Flosse. Hand in hand for children. Oh Gott, du bist so weit. Ja gut, das waren eigentlich so die drei wichtigsten Themen. Ich hoffe, diese Art Chat mit unserem Kinect-Figuren gefallen euch. Und man kann hier sogar den Moonwalk oder Arigato, Mr. Roboto. Aber was ist los da, ey? Lass was immer, ne? Ja, aber meiner guckt immer so hin. Warte mal. Ich glaube, ich habe mir vorhin den Kopf eingerenkt, ausgerenkt oder was? Ey, mein Kopf ist schwer. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Warte mal, lass mal hier was probieren hier. Dann lassen wir der nächste hier mal richtig eine Party steigen, oder? Ja, Gewinne, Leute. Wie es geht, haben wir euch erklärt. Ihr wisst Bescheid. Haut ihr rein. Kevin, gibt es noch was von dir oder kommst du mit dir? Nee, von mir war es das erstmal alles. Okay, Kevin hat schon alles gesagt. Kommst du von dir? Willst du noch deinen Schwimmkurs wieder weiterführen oder willst du noch was sagen? Pass auf! Ah, du hast dir das Knie gebrochen. Timme. Okay, ich nehme an, er will damit sagen, er hat nichts mehr zu sagen. Nee. Gut, ich verabschiede mich, Leute. Haut ihr rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ja, die Cam kann man nicht. Hier bin ich auch drauf. Hallo. Hui. Der arme Konsti, der ist nicht zu sehen. Der ist da irgendwo in dieser Bild. Ja, zeig mich mal. Komm, laber. Ich glaube, du musst labern. Ja, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich rede einfach mal wieder. Ja, jetzt nehmen das Telefon. Darauf machen wir einen Outtake, glaube ich. Ja, ich bin nicht da. Hallo. Legt auf. Ich find, dass ich jetzt einen Anruf bekomme, richtig, richtig blöd, oder? Dafür gibt es ein klares Aus. Aus. Ich bin jetzt eingeschnappt. Ich gehe, glaube ich, hinter den Kulissen und telefoniere mal kurz. Ich bin gleich wieder da, ja? Okay. Oh ja. Okay. Das könnt ihr nicht, ne? Nein. Ja. So. Macarena, ja. Ich bin ein bisschen eingeschnappt, deswegen komme ich jetzt wieder zurück auf die Bühne. So, ich war hinter den Kollegen, was sagt ihr, Mann? Ich bin cool, ne? So. Einfach mal hinpflanzen. Was macht ihr da? Moonwalk. Warum guckt ihr immer zu Kevin rüber? Was da ist? Ist ein bisschen gay, ey. Ey, schau mal hier rüber, der Konzi ist auch dabei. Hallo. Jetzt natürlich, du redest und es wird direkt auf Kevin gezeigt, Kevin. Am besten würde ich die Kamera jetzt nehmen und so richtig den Po versuchen. Das ist noch eine richtig böse Kamera. Zeig mal, wenn ich meinen Augenbrauen hochziehe, sieht man das? Ja, die sind verschwunden und das sind sie wieder. Geil. Ja, kommst du hin? Es geht auch nur bei dir, weil du so markante Augenbrauen hast. Das große. Das ist quasi, ja. Hans, du bist auch wieder da. Ich bin voll beweglich, schau mal. Oh, mit dir, wenn du weiblich wärst, hätte man mit dir was machen können. Ja. Auf jeden Fall finde ich das richtig. Ja, ne. Was machen wir jetzt? Test, sollen wir jetzt auf Sendung gehen, oder? Ne, komm, das war ein Outtakes. Das war's. Okay. Was für ein Scheiß. Ciao.